Hey und herzlich willkommen im Punker Air Raid. Das ist das letzte Mal, dass ich ein Video dazu machen werde. Das nur als Ansage, als einfach jedes Mal das gleiche ist. Wir kommen hier rein, machen die Mobs. Oh Gott, ich krieg volle Kanne auf die Fresse. Ich wusste gar nicht, ob man die vieren kann. Ich hab's einfach mal gemacht. Wir sind so gut wie voll schon. Übrigens, selbst wenn gerade bei uns die Ansage kam, wir brauchten die am Anfang noch nicht abzugeben. Es ist so, dass in einer gewissen Zeit automatisch der Höchste bei euch in der Gruppe den Lead bekommt. Also, so wie ich das sehe, sind wir in 5 Leuten voll. Hallo, Hallo? Krux hat bei mir Lied. Krux wird den nicht behalten. Keine Was? Sorge. Achte nur darauf, dass du, wenn du vorher gekickt wirst, dir gemerkt hast, wer den Lead hatte. Ali 11. Nice, ich bin nicht Ali 11. Jetzt hat den Narius bekommen. Allianz 11 und Lead halt Deft. Gut. Wir gehen Holzen. zum Auktionshaus. Ganz normaler Ablauf. Sind wir voll? Na, noch 3 Leute. So lange? Krass. Na, nee. Denk mal eher nachschauen. Ups, falsche Person. Ey, ich will den Boss anklicken. Doch, ich kann ihn. Okay, ich wollte gerade schon sagen, hatten wir nicht gerade schon einen Kleriker reingekriegt? Aber in der einen Gruppe sind 2 Kleriker. Ich schiebe uns noch einen weiteren Kleriker rein. Und zwar dich. Meins. Ali 6 bleibt jetzt dort. Es können noch 3 Leute nachschauen. Ich schätze mal, die 3 Leute haben einfach das Ding da offen. Und wir gehen alle nach unten. Komm schon. Ich will in Range sein. Danke sehr. Oh Gott, wie sich alle immer aufregen wegen den Twinks. Leute, hier sind 500 Plätze. Wenn ihr es nicht geschissen bekommt. 500? Waren das nochmal Ja. was? Ja, 300, 400. Okay, knapp 400. Entschuldigung. Aber es sind mehr als genug Plätze. Und man muss beide Clients einzeln anmelden. Und wenn ihr es nicht geschissen bekommt, vorher Gold Arena einfach die 2 Entries wegzumachen, dass ihr instant anmelden könnt, dann ist das nicht unser Pech. Ich habe bisher noch kein einziges Mal, dass ich nicht reingekommen bin. Was wollt ihr? Der mit dem Twink macht auch erstmal Main anmelden und dann Twink anmelden. Das ist keine große Kunst. Oh. Und so viele Twinks, Leute, sind es hier auch nicht. Ich meine, wir können jetzt ja mal ein Statement machen. Huna, ist von dir gerade ein Twink drinne? Was? Ist von dir gerade ein Twink drinne? Ja, Ja. okay, von dir. Meiner ist nicht reingekommen. Da seht ihr es. 50% der von uns anwesenden Twinks sind nicht anwesend. Also, das hat gerade keinen Sinn. Doch, das hatte irgendwie Sinn gemacht. Wir werden. Wer soll jetzt hier treffen? Chizu? Waren wir angesagt? Wer bleibt hier? Irgendwer bleibt da. Pff, nicht wir. Keine Ahnung. Wir? Ich weiß es jetzt nicht mehr. War es, als hätte ich Chizu gehört. Aber ich bin mir nicht 100% sicher, deswegen bin ich jetzt mal vorsichtig. Hey, warum läuft hier so ein 3K-Mob-Rum? Der 3K-Mob wurde zu uns gezogen, frag mich nicht von wem. Hier ist immer noch meine Meinung, es wäre effektiver. Hunahau. Warte, ich muss gerade einen Warte, Screenshot pst. machen. Du musst irgendwem dort ein Lied geben. Ich gebe niemandem ein Lied. Doch, oh, deine Ali ist die Luftschiffer macht. So. Du bist die Sag Luftschiff Ali, das. bei dir ist die Luftschiff-Person drinne. Sag das doch. Ich weiß nicht, wer es ist, die Person müsste es auch eigentlich angeben.
eigentlich in Narios ist bei euch, also Unao in diesem Fall. Soll mich nicht nerven. Also du bist Luftschiffe. Ja, ich bin ja schon. Ja, du musst es einfach nur deinen Leuten posten, dass die es auch nochmal von dir sehen. Ist ja, ja nicht schlimm. Hat's mehr als einmal gerade gespammt, also daher. Ja, da müssten sie Leute eh sehen. Ja, da ist ein Punkt im Map, aber nur der Kleine, ne? Hier dürft ihr nicht den Fehler machen und danach abbiegen. Och Gott, wir haben jemanden, der Ready Shakes macht. lass die nervigen Ready Shakes. Shakes, bitte. Meist haben eh zwei Monitoren, dann siehst du es eh. Ja, du siehst es. Und es ist echt ätzend. Halt, der NDC hat es nicht, Dana, und? Verdammt. Da ist nichts, dann gehe ich hier lang. Hä, was, wo reingezogen? Ich krieg das gerade nicht mit, was sie gesagt haben. Also hier ist auf jeden Fall ein 500-Punkte-Mob, den ich jetzt mal eben mitmachen werde. Ich auch gerade einen 500er ein. Rechts um Kapitol. Weißt du, das bringt halt nichts. Klar, man könnte jetzt überlegen, ob man die Person mit dem DC kickt. Das wäre echt arschig. Die hat schon seit Anfang an DC. Die ist reingekommen und hat DC'd. Sandlock oder sowas? Weiß ich nicht. Kann auch gegangen sein. Ja, ja, noch warten wir, ne? Aber sonst wird sie halt nachher automatisch geschmissen. Das geht auch. Weil Sandlock dauert halt ein Stück. Wir sollen uns vor das Auktionshaus sammeln. Also ihr nicht, Entschuldigung. Du bist Luftschiffe. Komplett nur Luftschiffe. Mehr seid ihr nicht. Endlich haben sie es eingesehen, dass das Hin- und Herrennen echt scheiße ist. Also, oh, das ist so ätzend. Es wurden 3K-Mob gepostet beim Verwaltungsamt. So, der ist tot. Jetzt wurde... Gott, bei uns ist Kuschel drin. Und ich habe gerade Krux geschrieben. Nerven. Du kannst ja ein Codit an Eno, in Enarios geben. Anarios. Ist er nicht mehr O? Ja, es ist, ganz ehrlich, es ist auch nicht wichtig. Da ist nichts zum Marken. Es müssen die Leute einfach nur sehen, dass sie da rein müssen. Das hat ja gar nichts mit dem Lied an sich zu tun. Es ist wichtig, dass die Person nicht gekickt wird, ja? Ja, Klerischi. Na, da habe ich noch nicht geguckt. Ja, aber es ist wichtig, dass man das macht wegen, dass man die Leute nicht rauskickt. Ja, aber ob die jetzt Lied haben oder nicht, das ist an und für sich egal. Die Sachen, die wichtig sind, können auch so gepostet werden. Das hat nichts mit Lied oder nicht zu tun. Und der Großteil der Leute in der Ali ist eh immer Brain AFK, von daher hat es auch nichts mit zu tun. Ja, da muss ich sagen, das habe ich mir noch nicht angeguckt, gerade stimmt. Ja, das war ein Fehler. Ja, das war ein Fehler, Huna, ist nicht so gut. Ich soll die auch ausrichten, du sollst Co-Lead verteilen oder schieben. Wäre ganz nett, weil ihr dort hier benötigt. Ich würde gerne einen 500-Punkte-Mob hier haben. Du, 500-Punkte-Mob, gut. Der kommt jetzt einmal hier zur Mitte. Müssten eigentlich genug Leute... So, perfekt. Bin kurz davor zu schreiben... Meine Ali, meine Regeln. Wenn es nicht passt, der kann gehen. Ja. Du hast gerade die Kleriker schon verteilt, oder? Ich habe Jantana jetzt um 3 geschoben. Die 3 hatte keinen Kleri. Da ist ein Twink dabei, ein 66er. Wenn das kein Twink ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, 66. Wir haben hier auch Kuschel. Warte. Ja, 3K-Mob hier unten. Die Ansage war gerade, dass du, ja, wenn du den Main-Lead behältst, nicht gekickt werden kannst. Das ist ihm bekannt. Ja. Aber er hat jetzt anscheinend jetzt schon selber gezogen, geschoben. Ne? Ich schau einfach mal hier runter. Niemanden. Also, auch ein Co-Lead kann Leute kicken, die kein Lead haben. Ja, aber jetzt zum Beispiel hier. Geht nicht nur darum um. Gott, wieso schreiben mich alle an, dass ich dir sagen soll, dass du Codin verteilen sollst? Ich weiß, hallo Leute, wenn ihr mal kurz so ein bisschen zurückspult, ich habe auch gesagt, du kannst doch Codin an
Inarios verteilen. Ja, Huna, ich bin auch der Meinung, du kannst ihm durchaus Kolid verteilen. Das ist jemand, dem kannst du vertrauen, Nein, der wird nicht einfach so nee. jemand. Ihr habt's Vertraue, gehört? wie gesagt, niemand in der Hinsicht. Ich hab's versucht, ja? Ich bin jetzt da draußen, ich hab's versucht, ne? Ich bin durch. Ja, auch konsequent. Dir gebe Also. ich noch höchstens Kohlen, aber sonst niemanden. Und kriegt's gar nicht mit, jetzt versaut in der Hinsicht. Nein, das stimmt nicht, was der eine dort schreibt. Was denn? Abtei, dass Multi-Accounts verboten sind. Abtei ergänzende Ich hab Regeln. mich doch gefragt, was da an. Multi-Account ist erlaubt, insofern es nicht zum Benutzen. Es ist nicht zum Benutzen. Insofern es nicht zum. Ah, nicht benutzt wird, um fraktionsübergreifend zu beleidigen. Leute, kennt eure Regeln. Es wird jetzt Panzer gedefft. Das ist für dich eh uninteressant. Ich habe noch nicht mitbekommen. Ich bin 12. Ich müsste eigentlich. Ich glaube, ich, glaub, ich laufe links mit. Interessant, aber wie viele Leute mich anschreiben. Genau. Das, was Tycho schreibt. Multi-Accounts sind verboten, wenn man Banngründe macht. Das heißt, Bots, Hacks, sonst was auf dem anderen Account. Das kann auch Sanktionen gegen den Main-Account führen. Wenn man sich AP pusht. Na und? Wenn man sich AP kriegt. Also AP ist, das steht da auch, steht ganz genau, was nicht erlaubt ist. AP hin und her schieben, das heißt, du hast einen Eidos bzw. einen Asmo und tötest den und schiebst dir damit eigenständig AP zu, das ist auch nicht erlaubt. Oder Killquest. Der Der Dinge eine denn. war zu lange offline, deswegen ist Monami jetzt reingekommen. Killquest ist auch nicht erlaubt. Und dann ist es auch nicht erlaubt, das zu benutzen, um auf der anderen Seite einzuloggen und zu beleidigen, weil Beleidigen auch nicht erlaubt ist. Alles andere, wie mit zwei Accounts rumlaufen und sonst was und das, worüber ihr alle ständig flamet, das ist allesamt erlaubt. Man darf zwei Accounts aktiv benutzen. Das ist deine Entscheidung. Erlaubt beziehungsweise geduldet. Ja. Aber was man nicht darf, sind drei aktiv auf einem PC aktiv benutzen, weil das setzt eine virtuelle Maschine voraus, weil Ion vom Systemmäßigen nur zweimal gestartet sein darf. Das ist nicht Verbotene erlaubt. Programm, Multibox oder andere. Alles, wie du eine virtuelle Maschine herstellst, alles. Aber Multibox eine interessante also YouTube das eh nochmal. Yeah. Bei Dradusa in der Ali hat sein Leader sich einfach dreimal hier in die. Ich sehe gerade, wir haben auch dreimal hier in der Gruppe. Elf. Was will jetzt hier Kuschel? Aha. Was will jetzt hier Kuschel von mir? Jetzt werde ich hier angeschrieben mit Cappy. Es geht nur bei unfaire Vorteil darüber, was fraktionsübergreifend ist. Das heißt zum Beispiel, wenn du mit deinem anderen Fraktionschar schaust, wo eine Person ist, das ist zum Beispiel auch ein unfairer Vorteil. Aber alles andere ist erlaubt. Und mich würde jetzt echt interessieren, wann der hier weiterfährt. Hallo, gib mal Gas. Was jetzt Kuschel will. Weil da steht jetzt einfach Kelpie. Und wo ist der überhaupt? Der ist falsch. Die sind falsch, Leute. Ich sehe Einfach euch. zurücklappen. Nee, ich hab hell geschrieben. So ganz total nett. Normalerweise wird da wie bitte stehen, aber ich habe keine Lust, freundlich zu sein. Ich muss auch nicht in immer Engelchen sein. Abababada. Och, komm schon. Geht doch, da sind die Leute, wo man defen muss. Rumheulen. Ein Kolosseum ist noch nicht despawned, ja? Noch. Oder doch? Naja. Irgendwann schreibe ich es echt mal im Ali-Chat, wenn es Es mir ist aber auch stört. wirklich jede Woche das Gleiche, ne? Sollen sie mehr GPs machen, als ich überholen? Ja, dann sind sie über dir. Das kennen wir alle, Huna, was du dann erzählst. Ach nee, das kenne Ey, ja nur was ich. ist. Ich glaube, das hatte ich bisher noch nicht aufgenommen. Nee, Leute, glaube ich ich tue mir nicht. das bei jedem Raid an, ja? Ich tue mir das bei jedem Raid an, was er jetzt erzählt. Und er kann mich hören. Na, Juna? Wirkt mich nicht.
Hilft das gern mal Sachen. Du mir auch, also. Ha? Jetzt hatte ich gerade Putz nicht dich auch gern zugehört. mal. Was? Putz dich auch gern mal, also. Jetzt hat Kusche, hat Kelbe geschrieben, ich habe Hell geschrieben, jetzt ist er deceit. Ist er jetzt weg? Ich check's nicht, echt nicht. Er wurde auch gekickt oder so, keine Als Ahnung. Erklärung, du kannst den Panzer jetzt anklicken. Es gibt ein Video, was nicht gelistet ist, wo Kusche drinne vorkommt, weswegen er sich ganz doll beschwert hat, was er YouTube gemeldet hat, wo es keine Konsequenzen gab, ja, weil er keine rechtliche Grundlage hat, weil er da drin nur vorkommt, so wie viele andere von euch auch. Ja, auf jeden Fall, er ist halt echt Er hat mad. das echt gemeldet? Ja klar, der hat das gemeldet. Er meinte, er würde damit zur Polizei gehen, habe ich ihm gesagt. Also erstmal, das ist nicht Polizei, das ist, wenn dann zivilrechtlich. Anwalt. Soll sich einen Aber Anwalt nehmen? ja, gut, das Anwalt für versteht man noch nicht Mädchenrecht. unbedingt, wenn man extrem jung ist. Da bin ich dann auch nett und versuche ihm das noch zu erklären, bevor er sich da lächerlich macht. Auf jeden Fall. Ich verstehe, Panzer ist, also rechts ist nicht mehr anklickbar, links vielleicht schon, keine Ahnung. Der hier ist nicht. Okay, jetzt müsste der Panzer schießen. Du kannst den Panzer, Panzer, Kanone, Entschuldigung. Aber jetzt weiß ich nicht, was er will. So, wirklich gar nicht. Ist schon Hälfte runter, ne? Ach, ich habe kein Kühlmittel, Entschuldigung. Ich warte gerade darauf, dass das hier. Ich kaufe jetzt nicht nochmal Kühlmittel. Ich habe das beim letzten Raid getan. Nee, aber ihr seht auch, wir sind voll und es kommt niemand mehr rein. Und nach einer gewissen Zeit, wenn ich jetzt hier anfangen würde und die gesamte Ali wegkicken würde, was ich könnte, was ich nicht mache. Jetzt vorbei, 15 müssen hat. Nicht mal mehr die Leute in der Warteschlange würden reinkommen. Gar nicht. Es ist keine Chance da mehr. Ihr kommt nicht mehr rein. Und ich weiß, ich gehöre jetzt gerade hier zu den faulen Socken, die keine Mobs angreifen, aber ich habe auch echt keine Mobs gerade anzugreifen. Wofür? Wir sind so viele Spieler, ich warte hier lieber, um den hier aufzuladen. Na, ich meine, hier sind gerade, eigentlich müssten hier 10 Allies sein. Okay, man kann. Okay, der Sound war schon mal. Da kann man jetzt anklicken, oder? Hallo? Anklicken, bitte. Das gerade. Jetzt. Diese Ding-Dings, das sind die Generatoren. Die geben Signale, wenn sie kurz vor aufladbar sind. Ja, So. okay. So, jetzt müssen wir wieder aufladen. Hat ein wenig verwirrt, weil das Geräusch kenne ich von irgendeinem anderen. Und übrigens hat er gerade gelobt, dass wir so schnell waren. Da müssen wir am Ende dann wieder ewig lang warten. Ja, das ist echt blöd. Also als Bis dann Erklärung der an euch, Mainstream kommt. ich schneide normalerweise nicht, aber das schneide ich raus, weil wir stehen da auch nur AFK rum. Und warten darauf, dass der Windstream kommt. Übrigens, was Tor anders macht, und die hatten noch nie das Problem, ich werde das nachher auch noch dual schreiben, die machen erst die untere Plattform und dann die obere. Sie wissen nicht, ob das damit zusammenhängt, aber das muss ich mal eben gleich dual schreiben. Was für ein Plattform? Dual, ich habe von Tor erfahren, Baby, was die meinst du mit mit dem Generator, das hier oben versteinert ist, machen erst die untere, dann die obere Dread nachher nach Windstream und hatten noch nie das Shit-Problem. ja nichts sagen, aber eine Ali steht hier gerade sinnlos rum. Deine? Ja, keine Ahnung. Ihr müsst wahrscheinlich irgendwas auf dem Luftschiff warten oder so. Ist doch egal, wir sind mehr als genug Teleporter. Leute. Und jetzt heißt es wieder hin und her rennen, ne? Ja, nee, der Teleporter steht nicht da und wir haben nichts zu tun. Das ist halt einfach. Achso. Dastehen. Also. Halt hier gerade. Okay. Und auf Ilios Seite haben die das gleiche Problem wie wir. Was denn? Das ist das Schild. Das ist einfach dort, das despawnt um die 3 Minuten. Und ich hatte jetzt weitergegeben, dass mir jemand von Tor gesagt hatte, dass es funktionieren würde, wenn man erst unten, dann oben. Ich habe das natürlich aus Pflichtsgefühl gerade dem Raid Lead gesagt und der Raid Lead hat mir gerade dazu geantwortet. Also verbal, das könnt ihr nicht hören, das ist bei mir zweites Headset. Gott, Luft holen. Dass es ihm bekannt ist. Dass Loki Elios das auch so macht. Loki Elios hat aber auch das Schildproblem. Das heißt, es ist irgendetwas, was niemand ganz genau weiß, was irgendwann um 3 Minuten aufhört. Aber ja,
gibt keinen genauen Wieso, weshalb, warum. Und wer jetzt denkt, wer nicht fragt, ist dumm, dann, ja. Nee, wer nicht fragt, bleibt drum, ne? Gott, richtig schöner Sonnenuntergang gerade draußen. Oh, ich liebe, dass ich das von hier aus sehen kann. Was ist mit mir Ja, los? Ich habe heute gar aufheben. nicht die Ruhe los runter. Aufheben? Ja, hat gerade jemand Dali geschrieben. Ja, Einfach am Spawn bei mir ist aufstehen. links kein Generator. Okay. Sind bei dir hier Generatoren? Das hat er jetzt auch angemerkt. Die Generatoren sind nicht da. Wie sollen die Mobs hier machen? Anscheinend ist hier irgendetwas passiert, weswegen hier kein Generator ist. Also ich kann hier nichts machen, wenn hier kein Generator ist. Ist die Dread noch da? Ja, die Dread ist volle Leben. Ich werde nicht gehört. Interessant. Jetzt sind die Generatoren da. Wer weiß, wodurch das gerade war, dass es gedauert hat. Also jetzt kannst du das machen. Einen kleinen Tipp, hier könnt ihr dann den Kartenteleport nutzen. Um wieder zurückzukommen, um wieder hierher zu kommen, um wieder zurückzukommen. Und so weiter. Das ist echt ätzend, wenn ihr hier die ganze Zeit hin und her müsst. Glaubt es mir. Mich ärgert, dass ich mit meinem Twin kein Entry gekriegt habe. Echt doof. So. Und übrigens, das Video, wo der drin ist, existiert auch nur, weil ich darum gebeten wurde, das mit aufzunehmen. Deswegen ist es auch nicht gelistet, weil es kein offizielles Video war. Und mir ist gerade was vom Schreibtisch gefallen. Wey. Rätsel, der lebt doch. Okay. Vorhin in der Zeit, wo ich geguckt hatte, Nein, wir gehört. sehen hier nicht, dass hier ein Punktemob ist. Auch Lasten am Leben. Ja, ich hole die Dinger einfach. Hier laufen Leute rum und da steht ein Mob. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ja, die meisten ignorieren das gekonnt. Das stimmt schon. Und Da all muss die, man die von euch dort kommen, wirklich die sind alles. zu geizig. Selbst der Statthalter, ich habe gerade einfach nur per Zufall den Namen gesehen, ist relativ kurz, kann man sich leicht merken, um diesen Teleporter anzuklicken, weil das geht schneller. Nicht viel, aber es spart einem vor allem das Laufen, so für die faulen Socken. Echt zuvor hier die Mobs zu killen. Weil sie nicht gemarkt sind oder was? Ja? Andere Games, wo man marken kann. Ja? Also, dass die Diskussion aber auch immer wieder kommt, ne? Was? Das, Multi-Account und Mimimi und das ist so schlecht und, oh Gott. Ey Was Leute, denn? es ist erlaubt und damit ist das Thema durch. Ne? Ich meine, in dem Sinne ist es erlaubt. Ist es jetzt einfach so, dass bei der Aufnahme, ihr könnt nicht sehen, wenn ich zwischen den Fenstern hin und her habe, der ist aufgeladen. Aber ich spiele auch aktiv mit Zweien. Mehr oder weniger den ganzen Tag über. Jetzt ist na toll, ich komme hier gerade hingelaufen, ist fertig aufgeladen, geil. Wieso schießt die Dread nicht? Man muss sie auf jeden Fall ein paar Mal anquatschen, bevor sie schießt. Ich glaube, jetzt gerade hat sie geschossen. Nö. Scheint ein bisschen buggy zu sein, die Kanone. Das ist das Nervige, die Arena ist halt volle Kanne verbuggt. Jetzt fängt die Dread an zu schießen. Okay, perfekt. Zu entschließen, nehmen wir die Kanone. Die Kanone fängt an, die Dread an zu schießen. Ja, Entschuldigung. Ich gewundert, hä? Dritt schießt? Okay. Okay, jetzt muss ich. Autsch, da hat jemand im TS gekriegt. Jetzt kann ich hier warten, weil ich habe hier noch das Aufladungsteil. Alle anderen können ja schon mal porten. Tschüss. Ja. Ich wollte gerade nur schauen, ob alle drin sind. Was machen die denn da hinten? Gibt's das, wenn Leute einfach komplett woanders sind? Ich schieb den mal in Kleriker rein, weil deren Kleriker ist halt echt nicht da. Ich würde aber gerne meine Doppelkleriker behalten. Ihr kriegt den da. Ich weiß nicht, was das soll. Dass die beiden. Kann ich mittlerweile? Immer noch nicht, okay.
Ja, ich kann aber nichts ändern, ich muss jetzt gerade warten. Langweilig. Warten. Wow, ich habe schon 1000 von den Freundschaftsmedaillen. Also hier, Conquest, wie heißen die im Deutschen? Eroberungsmedaillen? Irgendein Bard hat gerade den. Man könnte mich jetzt gerade pissig bezeichnen. Das dachte ich aber auch gerade. Warum denn? Ich habe gerade die Leute geschrieben, die zwei Leute, die meinten, unten am Teleporter rumzugammeln. Weißt du, nicht hieran aktiv teilgenommen haben. Ich kann das nicht ab, wenn Leute meinen, dann hier nicht mit rumzulaufen. Ich meine, alle anderen laufen, dann können sie es auch machen. Und ich kriege als Antwort, gehe ich YouTube-Videos machen. Und man darf natürlich niemanden hier beleidigen, aber das, was ich dann im Kopf abspielt, ist so etwas, das nennt sich. Und zwar ganz doll. Man darf keine Beleidigungen zu anderen Spielern schreiben. Man muss sich noch ein bisschen umformulieren. Ja, aber ein Fick dich kannst du nicht umformulieren. So ein, es ist mir komplett egal, was du sagst und fick dich. No. Och, komm, wer hat angequatscht, war. Okay, jetzt gar nicht. Gut, dass ich das gesagt habe. Nur deswegen werden sie jetzt. Jetzt kannst du anquatschen. Hier in Retz oder muss ich am Spawn Jetzt aufstehen? kam er wieder woanders rum. Ey, sorry, aber was soll denn der Scheiß? Was? 10 Millionen von dem E-Mob gerade gekriegt? What the hell? Echt brutal. Scheißlappen. XP. Oh, hier waren zwei. Wenn sie sich aufregen, sollen sie NCSoft. Quatsch, nicht NCSoft. Also, NCSoft. Gamewatch, das soll mit dem Kicken Ja? schlafen. Oder NCSoft, jetzt habe ich auch NCSoft gesagt. Gameforge sollte einführen, eine klare Regel, man darf nicht mit Multi-Accounts am Raid teilnehmen. Dann wäre Ja, es auch obwohl. offiziell verboten. Ich meine, eher wegen Kolitverteiler zu da. Achso. Ja, es gibt keine. Kann man eigentlich. Ich habe noch nie getestet. Nee, man kann keinen Mount benutzen. Es gibt keine Regel, die sagt, ey, du darfst. Oh, jetzt nimmt er seinen Speed. Das ist gar nicht so eine dumme Idee. Es gibt keine Regel, die sagt, dass du es nicht darfst. Es ist ausdrücklich erlaubt, Multi-Accounts zu haben. Es steht nicht toleriert, es steht erlaubt. Soll ich mal kurz die ergänzenden Regeln Na gut. aufschlagen? Na, ich schlag mal kurz die ergänzenden Regeln. Nee, nee, ich glaube, es ist dort erlaubt. Da steht irgendwie erlaubt mit Ausnahme von Unti-Account und Unterpunkt bei Multi-Account, Beleidigung der anderen Fraktion und alles Mögliche, was natürlich sonst eh verboten ist. Das bedeutet Tech-Tools, bla bla. Dann auch Power-Leveling gleich steht da. mal auf. So, Glänzende Spiel. Internet. Ergänzende Nachfolgende Spielregeln. Punkte Forum A und toleriert. darüber findet man es normalerweise in der Suchanfrage. Ich habe nicht keine Lust, immer auf den Post zu gehen, das ist total. Sechste Wort steht toleriert. Es ist halt einfach so, die Leute. Also, ergänzende Spielregeln. So, zusätzlich werden folgende Punkte toleriert. Sollten diese Aussagen jedoch genutzt werden, um das Spielerlebnis anderer Spieler zu beeinträchtigen, kann es in einzelnen Fällen ebenfalls zu Sanktionen kommen. Multi-Account-Ausnahme. Multi-Account wird toleriert mit Ausnahme. Es ist nicht erlaubt, mehrere Accounts zu erstellen, um damit die andere Fraktion zu beleidigen. In solchen Fällen kann es zu Sanktionen des Hauptaccounts kommen. Ebenso muss auch mit dem Multi-Account alle Spielregeln und die AGBs berücksichtigt werden oder halt danach gehandelt werden, ist verbannt. Drittes tut. Das bedeutet, Multi-Account ist erlaubt, Leute. Gut toleriert. Es ist nicht Heißt aber, verboten. dass man nicht erst einmal hinkriegt. Essen? Was? Entschuldigung, was? Bahn. Ich meine von Punkten her, oder? Das ist gerade fragwürdig. Der gibt 30.000. Wir haben nicht genug Punkte. Das stimmt.
Bitte, dass du das gleich wieder auf mich schiebst. Wir sollen ihn direkt wegbursten und da müssen wir noch Punkte machen, okay. Irgendwo stehen anscheinend noch Punkte rum, die wir noch nicht gemacht haben. Also wir machen direkt den Boss. Also komm ran, der ist jetzt bald schon auf Hälfte. Ich bin Der Boss gibt ganz normal anlaufen. 30.000 und es fehlen dann rund noch 10.000. Nee, ein bisschen weniger. Naja, keine Ahnung. Ich habe gerade keine Lust, darüber nachzudenken. Ich schaue gleich mal nach. Nee, aber Multi-Account ist erlaubt, deswegen. Was wollt ihr alle? Hier macht niemand was Verbotenes, wenn er mit zwei oder mit mehr, wenn er mehrere PC hat. Gott, hat das gerade weh. So, wir 10.000 brauchen noch Punkte bin. 14.000, ja. Aber die Frage ist, wo sind diese 14.000 Punkte? Keine Ahnung. Wir sollen uns kreuz und quer aufteilen und suchen. Okay, das ist eine schöne Beschreibung. Hier ist kein Mob drinne. Aber wie? Schiffe anscheinend. Wir sollen auf den Schiffen schauen, ob dort noch Punktemobs sind. Una, du bist ja da. Sind bei den Schiffen noch irgendwo Bin nicht irgendwelche? mehr dort. Ich wurde nicht gerettet, musste deswegen am Spawn wieder aufstehen. Ach so, das heißt, du bist auch gerade auf dem Weg, okay. Bin dann halt dahin gelaufen, dann war halt die Ansage auf dem Boss. Ja. Ich halt wieder zurück. Ist ja auch richtig, ne? Du hast auch dein Recht auf die Quest. Anscheinend fehlen gerade die Ansagen, wo, was, wie. Der Teleporter ist nicht da. Ja, Teleporter zum Schiff ist nicht da. Wieso ist kein Teleporter zum Schiff da? Der Wenn despawnt. Vielleicht kann. despawnt er, wenn der Boss da scheint. Nee. Wir sollen die 24 Leute hier rein können, die Dread, die es beim Schuko gibt. Anscheinend müssen wir die machen, weil irgendwas hat. Wir sollen jetzt hier rein und hier ist ein Schuko, da sind Rollen und dann kannst du. Wir müssen den Schuko-Pendler anklicken. Oh Gott, Leute, stellt euch nicht immer alle rein, das nervt. Bei Items, ich kann nicht mehr kaufen, sind ausverkauft. Aber ich will mir das Item mal angucken, Leute. Der Rest geht in die Mitte. Und hoffen wir, dass die Leute die Porten porten. Die, die gekauft haben, sollen jetzt da rein. Da ist der Schuh. Anscheinend ist die Gruppe, die das normalerweise macht, nicht da oder so? Keine Ahnung. Also. Eine Minute 20. Das ist egal, die können neben. Ach nee, scheiße, das ist nicht egal. Eine Minute 20, dann wird entschieden. Ja. Das schaffen die nicht mehr. Ich garantiere dir auch, dass die Leute, die gekauft haben, nicht alle komplett reingehen. Sokana und Boss muss gemacht werden. Die sollen komplett durchtrainen bis zum Boss. Das Problem ist nur, ich garantiere dir, die Leute, die gekauft haben, sind nicht alle reingegangen. Jo, Leute, das ist ein Auron. Bin ich mir fast zu 100% sicher. Ist ein bisschen blöd, weil anscheinend die normalerweise da waren, nicht da waren, die das machen. Was weiß ich. Ist natürlich ungünstig. Also, so etwas vergisst man dann auch und ist dann ungünstig. Was ist das? Ich will mir das angucken. Ach, kennt ihr das, wenn ihr den Shop anklicken wollt, aber ihn einfach nicht angeklickt kriegt? Weil zu viele verdammte Leute um euch rumstehen. Ah, ich wähle ihn aus. Select Pugirix. So, nee, wir kriegen's nicht. Ach, Kette, aber die Werte sind ganz okay. Arun. RIP. Ja, da hat einfach die Gruppe vergessen, die das machen sollte, es zu machen. Was ist eigentlich der Unterschied nochmal zwischen A und S? Belohnung. Das bedeutet, Keine Ahnung. Irgendwie die Belohnung ist schlecht.
Wir sollen warten, bis alle da sind. Ich fliege trotzdem mal hoch. Warte ich halt oben. Glaubt die Chance auf mystisch. Ist geringer. Oder kriegst gar keine mystische Kiste oder irgendwie sowas in der. Achso, das Problem war, der es normalerweise leitet, ist nicht da, hatte auch Bescheid gegeben, aber niemand hatte das Tual, also dem Raid Lead Bescheid gegeben und somit konnte er es nicht umverteilen und ja. Ne? Passiert. Haben wir auf jeden Fall nicht das Schildproblem. Aber trotzdem werden wieder die Hälfte der Leute behaupten, ich wär's. Nein, das hatte nichts mit dir zu tun. Das hatte nichts mit den Threads bei euch zu tun. Das war die eine Ja. Thread, wo die eine Gruppe, also die eine Allianz nicht reingegangen ist. Und das war nichts mit dir. Ja, aber trotzdem wird die Hälfte der Leute wieder Nein, wirklich behaupten. nicht. Das hat 0, gar nichts. Maximal werden Leute vielleicht Tual die Schuld geben oder der Person, die das normalerweise macht. Also normalerweise dort auf die Relativ Threads dumme geben. Leute machen es doch. Ja, die dummen Leute, du, es gibt auch welche, die können nicht spielen und wissen nicht, wo die Threads sind und gib mir jetzt noch sonst wo rum. Ich meine, es gibt hier Hier zum alles an Beispiel das Spielern. eine Kaido-Raid, wo ich nicht Wo du Raid nicht. nicht abgegeben habe. Oh, das war so schlimm. Nee, aber du, es hat tatsächlich Ingenieur hat den größten Schaden davon getragen. Wenn du sagst ja immer, bei dir liefen viele Leute. Sei mal einmal bei Ingenieur in der Allee am Anfang. Es gehen Warum? fast alle raus. Es ist richtig schlimm. Okay. Wir sollen das unterste Deck zuerst machen. Aber ist ja eh egal, weil wir es den letzten Jahr nicht machen. Na egal, jetzt bin ich schon hier. Jetzt mache ich das so fertig. Nee. Aber letztendlich, da war ja auch Ingenieuse komplett schuld. Du kannst ja nichts dafür. Bei ihm waren die Leute drin, die den Lead haben sollten. Und du kannst. Viele sind gar nicht in der Position, dass sie jemals erfahren, was es bedeutet, den Lead im Raid weiterzugeben. Also den allianzübergreifend, nicht in der Allianz. Es ist nicht so einfach, wie man denkt. Man kann Man vor allem kriegt die Hugo-Lied. Unionslieder sehen und die Allianzlieder in deiner Union. Das heißt, du siehst, wie viele Unions? Das ist aber 5, ne? Weiß ich gar nicht. Auf Ja, jeden Fall. alles in einer Union Ja, und das weiß ich. Das heißt, davon siehst du jeweils drei Namen nicht. Und ja. Ach Leute, ich war doch beim zweiten Deck. Oh Gott, ich bin total verwirrt. bei mir war halt damals kein. Gott, wenn man nicht weiß, wo man hin muss. Und wie kann man eigentlich immer Nee, noch Quatsch, nicht 6. kein Lol, er Digi, ist nicht mehr sondern. 66. GZ? Wer was? Kuschel ist nicht mehr 66 mit seinem Baden. Lol. Ja, was ich jeden Tag erlebe, Gott. Wieso? War ein Tag. Ja. Einmal wirft, noch ein paar Quests dazu und schon bist du 67. Ja. Ich weiß auch nicht, wie man nicht über Level Weil 66, wenn man den Char 66 aktiv auf. spielt. Einschränkung, natürlich gibt es auch die, die ihren Char einfach 66 lassen. Habe ich auch von Brei rumlaufen. Ich Weil spiele von einfach nie den. 66 auf 700. Sind das 600, 700 Meter? Es ist einmal Rift. Vielleicht noch Luna dazu. Aber wenn du eh nie spielst, hast du ja. Oh, ich hab Tinnitus. Erzähl mal was. Lappen. Okay. Ist also nicht das als das. Maximal ist anderer oder halt echt der Tinnitus. Neun und zehn soll hier bleiben. Ja, wem das noch nie aufgefallen ist, wenn ihr in einer Allianz seid. Ups. Ach, das Video kommt. Weil das kommt jetzt nicht, dass man hoch muss. Und jetzt will ich mal sehen, was die Belohnung ist. Oh Gott, schnell mit dem Handy raus. So, ja. Da kam jetzt nochmal bla bla bla. Sorry, das kein S-Run war, bla. Also, wir haben jetzt die normale Booty-Bündel. Ich glaube, ich habe. Das Rüstungs das Rüstungsbündelchen. Ich habe übrigens tatsächlicherweise. Ich habe meinen Waffen. Lol, Huna, ich habe einen Waffenbündel. Ist zwar das Buch und ist episch, aber ich meine, hey, wieso auch Was war nicht? jetzt?
Das war jetzt krass, mal wieder. Ich habe Besseres gekriegt, als ich bisher eh gekriegt habe. Ich habe plus 6er Stein gekriegt und alles. Was ist Bin krass? gerade 100 Tritt seitlich nach Nosra. Ja, du und deine Bugs. Huna, was meinst du, soll ich das Hatte so Brigger. 10, 20 Maps gerade ge Die, das über. Brigger-Buch mit Almighty's aufwerten? Es ist episch. Oder soll ich es einfach so? Ich suche gerade den Ort. Hallo? Ist halt nicht. Ja, ich auch nicht. Gott, ich suche Uhr sind gerade. eben. Wo zum Heck habe ich denn? Viererstein. Da. Oh, lol, das war jetzt die sechste Woche. Dings. Na gut, ich beende die Aufnahme hier. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei weiteren und es gibt kein Panda Raid mehr, gar nicht mehr. Bis dann.